Der Laufroboter Spot ist wendig und schnell. Er kann Treppen steigen und sich mit seiner Kamera an Orten umschauen, die für Menschen zu gefährlich sind. Unser Roboter, den betrachten wir als Technologieträger. Das heißt, wir erproben seine Eignung für den Polizeidienst. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Plattform sehr, sehr gut geeignet ist. Allerdings ist es nicht so, dass das schon ein fertiger Polizeilaufroboter ist. Das ist dann eines der Themen, wo wir selber nochmal Know-how reinbringen, wo wir den weiterentwickeln. Wir haben dann eine enge Rückkopplung immer mit den jeweiligen Bedarfsträgern und schauen, dass wir den halt für diese so gut wie möglich vorbereiten und dann halt auch im Einsatzfall und in Echtlagen testen. Je nach Einsatz kann er zum Beispiel auch mit Laserscannern in einen Raum gehen. Wird er mit einem Greifarm ausgestattet, kann er Türen öffnen und verschütteten Menschen helfen. Für die Polizei in Nordrhein-Westfalen war der Laufroboter kurz nach seiner Anschaffung bereits ein erstes Mal im Einsatz. Das war im Frühjahr dieses Jahres, dass ein großer Wohnkomplex in Essen ausgebrannt und der Roboterhund war da schon in der Lage, sehr, sehr schnell in den Tatort reinzugehen. Da waren die Löscharbeiten noch nicht ganz abgeschlossen. Und natürlich hat man dann Sicherheit bekommen, dass sich niemand mehr im Gebäude befindet. Man wusste schon, wie sieht es in dem Gebäude aus. Das gibt den Bürgern Sicherheit. Das gibt natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen die Sicherheit, dass sie sich selber nicht in so eine gefährliche Lage begeben müssen, weil der Roboter für sie da reingehen kann. Seine Ausbildung erhält der Laufroboter im Innovation Lab der Polizei NRW. Die Polizei hat dafür eine komplette Etage, 500 Quadratmeter groß, im Duisburger Innenhafen für 4,3 Millionen Euro umgebaut. Der Laufroboter ist nur eines von vielen Projekten im Innovation Lab. Wir sehen dieses Innovationslabor tatsächlich als Plattform für die gesamte Polizei. Natürlich werden überall in der Polizei innovative Ideen geboren. Wir möchten uns die Technologien anschauen, wir möchten die erproben, bevor man die breit in der Polizei einführt. Und damit man da gute Entscheidungen treffen kann, damit man sich Technologien anschauen kann, dafür bedarf es so eines Labors, damit man schnell zukünftige Technologien für sich bewerten kann. Auch was moderne Kameratechnik angeht, sammeln die Fachleute beim Innovation Lab Erfahrungen und passen Hochtechnologie an den Bedarf der Einsatzkräfte in Nordrhein-Westfalen an. Im Bereich der Tatortaufnahme spricht man auch so von dem digitalen Zwilling. Das heißt, wir wollen Tatorte so dokumentieren, dass man sie immer wieder begehen kann. Und eine Technologie, das zu tun, sind diese hochauflösenden 360-Grad-Kameras. Und die können gemeinsam mit dem Roboter oder auch ohne den Roboter quasi ein 360-Grad-Bild des Tatortes aufnehmen, sodass man den jederzeit wieder begehen kann. Die Kamera ist ein gutes Beispiel für den Ansatz des Innovation Labs. Denn bei allen Projekten bestimmt der Bedarf, die Beschaffung. Und jede gute Idee aus den Reihen der Polizei NRW ist hier willkommen. Das Innovation Lab ist für die gesamte Polizei Nordrhein-Westfalen da, nicht nur für das LZBD. Dieses Innovation Lab wird nie fertig sein. Vieles von dem, was wir hier testen, wird sich vielleicht später in Polizeibehörden wiederfinden. Und unsere Prozesse passen sich daran dauerhaft an. Der Roboterhund Spot wird übrigens bald einige Geschwister bekommen. Die Polizei NRW wird noch mehrere Exemplare anschaffen. Denn der Laufroboter hat sich als robust und nützlich erwiesen.